Willkommen zurück zu einer weiteren Nabu-Nabu-Folge Star Wars Battlefront mit einem Mann, der gestern in der Nabu-Nabu-Bar war und sich etwas ekelhaft Galaktisches in den Mund geschoben hat. Kreis! Ich war mit meinem Finger in so einem Nabu-Loch und auf einmal hatte ich einen merkwürdigen Nabu-Nabu-Schleim an meiner Hand. Dann hatte ich ein bisschen Nabu-Nabu-Schleim an der Hand. Ja, und irgendjemand hat gesagt, hey, kennst du eiskaltes Händchen? Lass uns mal heißes Händchen spielen. Und dann habe ich gesagt, okay, weißt du, man lebt ja nur einmal, warum nicht? Was heißes Händchen haben wir gespielt. Alter, was war denn hier mit Pantoflas? Boah, noch einer. Ist Phantomas in Space, oder was? Ja, das war Phantomas in Space. Alter, man startet ja jetzt instant rein. Was ist denn hier los? Ich bin nicht mal sofort drin, Modus? Ich würde ja heute schneller spawnen, aber... Ich hab schon wieder Pantoflas weggeholt. Und seine Panto-Boys. In euer Spot gelassen, ey. Was ist das hier? SpongeBobster. Hab ich auch noch besiegt. Oh Gott, da war er wieder. Wow! Boah, ich versuche direkt wieder hier reinzusteigen, Junge. Kartenbeispiel. Was, Alter? Der schießt jetzt schon auf mich, ohne dass ich überhaupt gespawnt bin. Was soll denn das? Wo wird hier geshootet? Wir müssen C oder sowas einnehmen. Wir kriegen nämlich gerade böse aufs Maulio. Er spawnt schon wieder in irgendwelche Spezialfahrzeuge, die man erst bekommt, wenn man irgendwie 200.000 Stunden hat. Nee, aber es war direkt so ein Assi, der direkt den Panzerspawn mit seinem Panzer bekämpft wird. Alter! Oh, Granaten! Uff! Knappes Ding, Bruder! Ja, eh gehört uns. Das ist schon mal gut. Alter, was ist hier wieder los an der Front, ne? Hier ist harter Frontfall. Boah, oder? Schön runtergeschossen. Den Kollege. Der Archer. Ja, das ist ein Archer-Mann. Ja, ich will andere weiterleveln. Ich brauche Waffen aufsetzen und so ein Zeug. Waffen aufsetzen und so ein Zeug. Wir sagen hier nicht so ein Zeug. Wir sagen hier nur Huren aufsetzen. Hey Dad, hier ist ein Huren. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen schwer leveln. Boah, Alter, von wo denn? Boah, der hat uns umgangen hier. Ich glaube, bei B ist jetzt richtig Hölle. Richtig auf Höllenmodus. Hä, hey, also wie konnte er mich jetzt Bucky Barnes? Hey, ich würde ja sagen, ich fahre. Boah, Bucky Barnes habe ich aber gerade weggeshootet. Aber richtig auf böser Basis. Ah, Mist. Aber da kam Papa Good. Der gute alte Daddy Good kam da um die Ecke. Daddy Good, Mann. Daddy guter Mann. Hey, hier schießt jetzt einer von hinten noch. Mach den doch kaputt. Ey, da stehen nur noch drei andere. Au. Wieso schießt der auf mich? Count Dooku ist hier. Ja, weil Count Dooku ist jetzt da. War Ding nicht hier, wer ist da hier, unser Dokumeister? Der König der Dokumentation? Ja, du weißt, wen ich meine. Was haben Sie gestern gesehen? Ja, ja, ja. Ach, jetzt fällt mir der Name nicht an, irgendwie gerade aus meinem Gehirn erased. Werner Herzog. Mann. Werner Herzog, ja. Der war doch auch in Star Wars als Schurke. Ich glaube sogar in Mandalorian, oder nicht? Oder liege ich da falsch? Doch. Ne? Oder? Hat doch irgendwie so einen coolen mandalorianischen Auftritt. Boah, nicht gut. Count Dooku-Bert ist hier unter... Nein! Was ist denn dein Problem, Dooku-Mann? Denselben Helm zu tragen. Wie ist das Gefühl, einen Helm auf Kashyyyk, wo 35 Grad plus herrschen, den ganzen Tag aufzuhaben? Niemals durften sie die Lüftung einschalten wegen dem Akkuverbrauch. Boah, Alter, bist du irgendwo unter B unterwegs? Weil bei nee, B ist gerade Count Terror da. Richtung C wollte ich gerade ein bisschen gehen. Aber Darth Maul ist jetzt auch da. Wir haben A hier noch am Holder dashen, aber... It's gonna get wild.
Alter, von allen Seiten. Von allen Seiten, du. Ah, aber schon ganz gut was weggerödelt. Kriegt der Spermien. Kriegt der Samenleiter. Der alte Werner mag halt Star Wars, ne? Ja, klar. Boah. Ich glaube, B verlieren wir. Sieht nicht gut aus bei B. Sieht nicht. Ja, B haben wir verloren. Wir wurden richtig bei Bash aufgerieben. Wir übernehmen Kommandoposten Crash. Boah, ist der geflogen. Dem habe ich irgendwie die Hydraulikflüssigkeit rausgeschossen. Alter! Was? Ich habe den wirklich besiegt? Ich habe den General eben gerade bezwungen. General Dreyfus? General Dreyfus. Na, Mist. Ah, wo denn noch? Komm, ich nehme nochmal einen, ey. Drauf geschissen, ich fahr wieder Panzer, ey. Boah! Da geht's hier rund. Betrachte das als Lektion. Was war das denn? Der Panzer mit seinem Ionenblaster. Bist du überhaupt in meinem Team? Oder bist du bei der Gegnerseite? Nee, aber hier steht ja noch so ein hässlicher Panzer rum. Vorsicht vor den Handelsraketen. Ich sag's dir, die handeln hier ganz schön was ab. Ah, hier ist aber noch keiner so richtig hardcore am Dominieren. Weißt du, jeder macht seinen Schmeckelech. Jeder macht seinen Schmeckelech. Droide gescannt. Wir sichern Kommandoposten Aurek. So. Hier wird richtig hart abgesichert. Mir gefällt es, wie es bis jetzt läuft. Mir gefällt es, wie es bis jetzt läuft. Fantastische Arbeit, sagt er. Wir haben einen Freund da draußen. Wir haben einen Freund da draußen. Wer da ist, ey? Honky Donkey, der Clown. Wir haben Honky Donkey, den Clown da draußen. Und er macht einen verdammt guten Job. Er macht verdammt gute Kindergeburtstage, Mann. Ich war auf vielen Geburtstagen in der Galaxie, aber das da war der Beste. So eine Jonglage habt ihr noch nie erlebt. Er hat mir ins Gesicht jongliert. Er hat mir ins Gesicht jongliert. Er hat schon damals zu meiner Großmutter ins Gesicht jongliert. Boah, was war das denn? Ey, dieser Panzer. Können wir den mal bitte wegräumen? Der nervt nämlich ganz schön rum. Panzer stinkt. Ich hab halt nur Säuregranaten, ne? Die sind jetzt nicht so panzeroptimal. Säure? Darth Maul ist hier. Mit Säure? Mein Vater hat mir wieder ein Säurefläschchen. Großvater! Darf ich rausgehen mit meinem Säuregesicht? Nein, Junge. Die Kinder mobben dich wieder. Die Kinder wollen dich nur mobben. Aber Vater, wann werde ich endlich schön wie die anderen Kinder? Oh, Alter, was hat der denn für einen Schuss abgegeben? You're the best! The best! Alter, sind das jetzt zwei? Das sind zwei dicke Panzer bei. Bei D. Sehen wir hier. Oh, aber trotzdem gar nicht. So kacke. Das Gebiet ist so gut wie gesichert. Weiter so. Oh, oh, oh! Na, Mist! Oh. Sind schon. Der Panzerfahrer, da komme ich immer wieder so rein. Auf Angriffbasis. Auf Ehrenangriff. Auf Ehrenangriff schieße ich Gasgranaten. Wir können jetzt voll schnell spawnen. Oh yeah. Kenobi ist hier, um uns zu unterstützen. Meister, Meister Kenobi. Meister.
Bitte sagen Sie mir, Herr Kenobi, wie genau praktizieren Sie Ihre Macht? Woher nein, beziehen nein, Sie? Nein. Oh, Level 43 über geworden. Mist, 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 Mist. Was geht da ab? Oder kommt einer? Der rollt! Klar, wir schießen mit 3 Leuten auf ihn. Er killt mich, die anderen beiden überleben. Ja, ja, so ist das eben. Komm, dann nehme ich mal hier den Teslon-Kameraden. Darf Knochi. Darf Knochenbau. Darf Wurst. Ich muss nachgucken, ob irgendwie... Oh, Count Dooku ist jetzt aber auch wieder da. Ja, wir müssen square squatten. Ich weiß noch nicht, wie man squattet halt, also... Ah, hier ist er. Count Dooku la. Ja. Wir drängen sie zurück. Ein bisschen Säure. Bleibt hinter mir! Lass mal ein paar für den Rest von uns übrig. Nein! Nee, komme ich nicht mehr weg. Das sind so viele. Was ist da los? Aber wir haben die richtig gut dominiert. Wir dominieren richtig ab, ne? Ins Shiitake-Loch hatte der geschossen? Der wollte mir wieder einen Shiitake-Stempel verpassen hier. Fiesen. Ja, für den bist du abgestempelt. Nein, greif nicht mich an, ich bin noch jung und gut aussehend. Count Dooku's Lichtschwert, Alter. Aua. Ja, ich spare meine Punkte jetzt gleich für... für das Rematchus. Ihr habt eure Einsatzziele. Oh Mann! Das wird mir den Matches geben. Ja klar, die kommen doch da wieder hoch. Wird doch abgeholt. Von der Mutti. Oh nein, der ist Bossquatsch. Ich hätte auch gern Bossquatsch gespielt, aber der ist nicht bei uns. Was? Wo? Wer? Letzte Einheit in der Position. Und jetzt ruinieren wir diesem Druidenschiff den Tag. Jetzt ruinieren wir den mal so richtig schön den Tag, indem wir in den Briefkasten scheißen. Boah, das ist echt eine miese Methode so. Du denkst dir, oh, endlich wieder ein Briefkasten, ja, kommt, aber nee, nur Scheiße drin. Naja, ich nehme lieber die Scheiße, wenn ich ehrlich bin. In den Transporter. Ja, Alter, hier noch darf Mauli Maul gezwungen. Ach komm, ey. Wiki Poland, Wiki Poland? Wiki Poland. Boah! Mich auch. Einzig wahre Prolet. Ins Wiki Tiki Poland. Komm zu uns, sei voll geil. Im Wiki Tiki Poland. Da fühlt sich voll die Tiki. Hier sind wir fertig. Verschwinden wir. Ja, Double Kill. Sind wir fertig? Ich kämpfe noch bis zum Tode. Boah, Alter, ich hab noch bis zum Schluss hab ich reingerödelt. Wo stehe ich denn? Boah, Platz 3, Alter, der Rödelmann. Bis zur Kimme voll mit Saft, du. Richtig reingekloppt hier. Er kennt die Spawns jetzt. Er hat so eine Map, so eine digitale, wo er dann sieht, ah, okay, nee, 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 ich, mein Skillovich ist halt sehr geschwollen. Mein lila Skillovich. Da kann ich nicht irgendwie... in dein Squad dann? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht, ne. Ah, was? Oh Mann, ich wollte doch nur Chewie. Ich dachte, Chewie wäre der unbeliebteste von allen. Das ist den Leuten am Anfang egal. Die klicken da, spammen da drauf rum und fertig ist. Wir müssen diesen Dreadnought verschrotten, Brüder. Rückt zu euren Einsatzzielen vor. Ich wollte doch nur den Chewie barkern. Ich hab aber Tim besiegt. Tim und seinen hässlichen Freund mit dem Fettbuckel. Fettbuckel Mike. Fettbuckel Mike. Was sind die denn? Ach, von da unten rennen sie rum. Und da oben im Fenster SpongeBob Meister. Meister Sponge, ja. Meister Sponge, Mann. Komm, dann nehme ich hier den teuren Lazarus Lexus. Oh. Mist, jetzt habe ich hier einen teuren genommen. Ein Lazarus Plexus. Ha!
Darth Maul ist hier. Na, Darth Maul kommt jetzt rasieren wahrscheinlich. Ah, aber den habe ich geruffle riffle load, den einen hier. Scanne Gegner. Wo ist der denn? Kommt, Leute. Da oben ist hier wieder der alte Giftgranatenwerfer. Ja, aber wir obern richtig gut B gerade. That's right. Boah, was macht denn hier so ein Damage? Das ist einfach mal gedespawnt hier. Oh Gott, jetzt werfen die direkt hier. Ja, okay, aber ich okay, habe hier schon wieder Pantoflas. Den alten Penta-Elch habe ich hier wieder weggerödelt. Penta-Elch-Salami mit 5 Enden. Penta-Elch-Salami. Richtiger 5-Snacker. 5-Ender. Wow. Hier so eine Spritzmine. Und die nervt so hart für die Spritzmine. Ich hab noch die Granate gesehen, wie sie unter meinem Popo ihre Salamikraft entfalten wollte. Wow, 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 wow. Ach, das ist doch gar nicht der fiese Flur, ne? Hä? Wo ist denn der Gas? Der ist überall Gas. Nee, ist noch nicht der fiese Flur. Jetzt bin ich am fiesen Flur gelandet. Aber ich mach Prickelgranaten rein, ne? Jemand hat den Ubi gewarnt. Was denn? Wo denn? Hinten oder was? Jo! Alter, der Sponge Booster. Wir müssen auch mal hier durch die Mitte preschen. Ich bin richtig reingeprescht. Die Schützen sind da irgendwo. Ich bin richtig auf Breschmann und Söhne unterwegs. Archer noch gekillt. Boah, was, wo, wie? Multigranaten hier. Achtung, der Count, der klappert. Boah. Alter, 3 HP. Aber ich schieße gerade voll gut. Alter, wir rushen hier rein, Junge. Darth Maul ist hier. Konzentriert euch. Oh, shit. Egal, ich beschädige da oben. Ich hab da irgendwo so ein kleines Säurebällchen, Center Shot. Er schießt auch auf so einen Lüfter gerade gut. Richtig die Lüfterpunkte. Ja, wir müssen hier aufs Personal ein bisschen schießen. Aber meiner ist richtig mit Leidenschaft gezogen schon. Auf den Lüfterman. I'm a son of a Lüfterman, sing ich hier oben. I'm a son of a Lüfterman. Hier knallt's und scheppert's, aber egal, wir stehen gut. Ja, jetzt ist noch Bosk gerade gescheppert worden. Geschepperfield. Ja, nee, die haben wir. Die haben wir, Mann. Nehme Feinde ins Visier. Kommen wir nicht mal mehr aus dem Tunnel raus. Schießt in der Schrotflinte hier rein, Alter. Count Doku ist hier. Ey, Alter, hier spreckelt's und explodiert's. Warm, Alter. Das war ja mal Rush. Galaktischer Disrespect. Das war galaktischer Rush, Alter. Habt ihr verloren? Bin ich auch mal in den Top liegen? Nö, nicht mal ansatzweise. 124 Kills hat der eine. Aber würde ich noch nicht unbedingt Cheaty sagen, ne? Weiß ich nicht. Me? Well. Ja, schon krass, das ist schon echt krass. LOL at BF2. Ja, vielleicht ist er halt gut. Vielleicht ist er gut, ich weiß nicht, ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht in der Ausführung gesehen.
Aber ich habe auch 55 Eliminierungen, 20 Assists und 17 Mal gestorben. Das ist eigentlich ein guter Schnitt. Vielleicht hat seine Mutter gesagt, du, heute bei über 120 Kilt spendiere ich irgendwie eine Sahnecremetorte und hat er gesagt, okay, streng ich mich an. Ich gehe nach Veluzia. Felatio. Geh nach Lieblingsplanet. Die sind seit Jahren im Krieg mit den Conilinguanern. Er ist auf jeden Fall rausgegangen. Ist er jetzt beschämt? Sagt er so, ist aufgefallen? Ja, sagt er, mit solchen Leuten habe ich keine Lust zu spielen. Sagt er, ich spiele meine Hackerbanane. Ich bin Conilinguana und ich habe eine sehr raue Zunge. Galaktisch die rauste Zunge. Richtige Rasiermesser zwischen dem Zungenfell. Ah, Kinders, Alter. Ich sag's euch, geht nie in die Sonne. Nee, das ist eh nicht gesund. Was spielst du? Ich muss mal schwer ein bisschen leveln, glaube ich. Ja, ich gehe mal erstmal ein bisschen mit Angriff rein. Um ein bisschen Points zu catchen? Ja. Angriff bin ich erst bei 43. Ich bin ja allgemein noch nicht so hoch gegrindet wie du. Du bist ja 49er. Ich bin 49er Crewmember. Kaum Member. Die 49er protecten Spielplätze schon seit 1902. Ich bin professioneller Spielplatzwärter. Eigentlich bräuchte man sowas. Ja, eigentlich schon, ne? Das ist eigentlich ein Beruf. Aber jetzt sind wir gesquattet worden. Ich glaub, wo geht man denn hin? B. Erobert zuerst den Rambo-Posten. Ich renne rüber zu Dö. Ich auch, aber ich nehme meine Schrotflinte, Alter, dann bin ich schneller. Ich rambole D aus. Den Kart hat man schon lange nicht mehr, ne? Nee, stimmt. Das ist immer... Na gut, der wechselt halt durch, ne? Wegen der Sahnecremetorte. Da habe ich echt schon einen zumindest assistiert. Wegen der Creme, ja, da ist viel Creme drin. Creme? Boah, Creme mach ich die jetzt. Karte macht dir Schaden. Ja, hier hast du ja zwischendurch so ein bisschen Säurebatterien irgendwie. Das ist der Planet, auf dem halt die Menschheit jahrzehntelang ihre Batterien entsorgt hat, ohne. Was? Deswegen, Alter, ich geb dem so ein Jump-Patty, aber hier seine DL-18. Komm bei dir, warte, da bin ich. Wo geht's hin? Was ist der Plan? Oh, hier. Er läuft hier durchs überall. Beats, Bruder. Blumenbeats, Bruder. Nee, bist du noch am Leben? Nee, ich wurde im Charlottenbeet begraben. Oh, jetzt wollen die uns aber rasieren, ne? Deswegen müssen wir rein. Oh, was ist das denn hier für ein Special Man? Oh, hier sind die, wir haben richtige Specialmans hier drin. Ja. Jetzt geht's rund, du. Hier ist die richtige Verspecialung. Nach der Backpfeife wollen die jetzt Rache. Ja, die wollen Rache, die sind sauer. Oder wir sind jetzt ins Gegnerteam gebracht worden. Na, was? Schon wieder der hier, der räumt ja voll ab. Was ist das für ein Überflieger? Kommt bei dir gar nicht weg. Wir haben Kommando von Snaurek übernommen. Gibt's doch nicht. Immer noch am Leben. What the? Kann ich ihn nicht treffen? Kann ich den nicht treffen? Sind alle hier mit irgendwelchen Fliegern unterwegs, ne? Ah, geh ich auch mal auf Fliegermann. Mal auf Fliegerbasis einfach so. Hä? Ist da nicht einer? Ich seh doch gar einen. Oh nein! Oh, genau da ist natürlich jetzt noch Anakin. Einen gekillt, ja. Dann kommt Anakin um die Ecke. Den kriegen wir keine Prozente zusammen im Moment, ne? Nee. Als ob er drei so Panzerschüsse überlebt. Wie geht denn das? Erklärt mir das mal bitte jemand. Keine Ahnung, aber den habe ich ihm gerade weggeholt. Sind da welche?
die da unten irgendwo. Die haben uns D hier wieder gemobst, aber wie? Aber wo? Unterstützung bei D. Wo hängen die denn? Meister Yoda hat sich den Truppen der Republik angeschlossen. Wo hängen die denn rum? Ja, in den Gebüschen. Boah. Hier überall und so. 43, ich muss leben. Ich bin ins Wasser gefallen. Und bin nicht wassertauglich designt. Ich bin nicht wassertauglich designt. Scanne das Ziel. General Grievous. Ja. Ich bin halt der Einzige hier irgendwie. Der ordentlich reinschwitzt. Nee, der im Panzer sitzt. Aber. Nutzt also, mal die Panzermagie. Ja, Alter. Oh, oh. Jetzt kommt aber ein fieser gegnerischer. Antipanzer schwängeln, fieser, ne? Fieser Antischwanzer. Antischwanzerbengel. Fieser Konterschwanz. Also was geht da ab? Da fliegen die Dudes. Wer schießt denn hier auf mich? Wer will mich denn tot sehen? Ey, der müsste jetzt mal kaputt gehen. Oh. Wo ist der denn? Eben gerade war noch hier und ist er weg. Ja. Die zwei Superkampf. Boah, was war das denn? Voller Schub. Hat jemand aber echt gerade den Kenobi hier. Hat er seinen Knoblauchschub hat er dir gegeben. Ja, er hat mir so einen richtigen Knoblauchschub hinten reingejagt. What is this? Wer? Wer ist das? Boah, bei B haben sie sich eingebunkert, ne? Was ist das? Ach, das ist dieses Ding. Alter, wie willst du das besiegen? Ging das überhaupt kaputt? Ich weiß es nicht mal mehr. Wir nehmen B ein. Alle Einheiten, Attacke. Alle Einheiten, Attacke. Nice. Hier muss der Kreis. Um besser zu werden, musst du dir die Augen mit Salmiak einschmieren. Aber schmier dir deine Augäpfel mit dick Salmiak ein und dann hast du höhere Überlebenschancen. Ja, musst dir deine Augen Salmiaken. Grievous, sexy Grievous will uns helfen. Hot Grievous? Hot Grievous, Alter. Bist du auf dem Gegner? So, ich hab ihren Lümmelkarren da zerschossen. Den Elenden. Ich halt hier B. Glaube ich. Boah, Jim Gonzo. Boah, da ist der kleine Yoda. Steht da ganz versteckt bei B und sagt, oh, ich kassiere hier einfach mal ab, ne? Bei B oder was? Jo, geh mal rüber zu B. Jetzt ist B weg. Aua, aua. Spawn hier schon wieder in irgendwelchen Gegnern. Ha! Modenrock habe ich eben gerade bezwungen. Der allerechte. Boah, was ist jetzt los? Ich habe irgendwie so eine Fehlfunktion. Was? Der kann. Kann der meine Elektronik stören? Kenobi kann Elektronik. Ja. Der abtrünnige Mediamarkt-Mitarbeiter heißt das. Der abtrünnige Mediamarkt-Mitarbeiter. Er ist zu Saturn übergegangen. Selber Konzern, aber doch irgendwie der Feind. Aber wir sind jetzt bei B. Jottel ist da. Van Jottel. Hä? Hat der Maul zerstört? Der Jottel. Oh, der geht wieder in den Panzer, ey. Das ist ein neuer Maul. New Mauls at the block. New Mauls.
Von wo werde ich denn überall bombardiert? Überall, Alter. Auf der Karte ist echt schlimm. Ha! Ah, ich habe den eben gerade sehr skillig zerskillt. Verdammter Kenobi, Alter, der hat richtig Hass auf mich, ne? Verdammter Kenobi. Lässt mich echt nicht in Ruhe, der Sack. Sacksan Kenobi. Ja, der hat wieder mit der Partyfahne geschwenkt. Hat gesagt, boah, ey. Und schon wieder hier mit Kenobi-Power in den Rücken. Irgendwer schießt bei C, bei C, bei C. Lasern. Ich komm da nicht durch, da ist halt überall zu eng hier für so einen Panzer auf der Karte. Alter, Johnny Laserwurst ist halt ein echt harter Hund. D wurde jetzt zumindest wieder zurückerobert. Boah, hab ich eben gerade reingeballert. Gab sogar einen Meilenstein und ein EA Origins Achievement. EA Origins Auszeichnung. Oh. Für besonderes Schänden. Ein UD wurde gesichtet. Sieht aus wie Kenobi. Was soll wieder das? Kenobi Mann. Habe ich den hier noch weggeholt? Aber gerade dominieren die ganz fies, ne? Ja, die Prognosen sagen, dass wir verlieren. Prognosenmäßig gerade nicht so gut für uns. Die Republik übernimmt Kommandoposten Dorf. Kommandoposten böser Dorf. Fast alle Kommandoposten dank meiner genialen Taktik. Alle Einheiten, Attacke. Ihr Held versucht mich hier. Boah, hat er das noch überlebt. Seinen Bro habe ich aber weggeholt. Er geht zu D runter, der Frechdachs. Na, mach mal hier Panzer Control. Du bist doch der große Tankman. I'm a Tankman. Wo sind die denn bei D? Ich sehe gar niemanden. Okay, D gehört auch wieder uns. Nee, keine Chance. Die überrennen gerade C. Brauch C-Unterstützung. Ich brauch sehr, sehr dringend dicke C-Unterstützung. Boah, was ist bei C los? Ich spawn richtig zwischen den Gegnern. Ich komme zu C nicht hoch von hier aus. C ist aber richtig auf Hölle. Hier ist so ein kleines Festival-Gartendach, was mich irgendwie behindert, da hochzukommen. Hänge ich denn jetzt? Ich steck da fest. Mein Geschütz ist hot, wieso kann ich nicht... Oh, Mann. Darth Maul ist hier, um den Feind in Angst und Schrecken zu versetzen. Bin bei C. Boah, Explosion überall. Kenne das Ziel. Wo ist der Typ? Zumindest das Geschütz habe ich zerstört. Na, verreck da drin, Alter. Ja! Ja! Never gonna keep you down, I'm the best! The best! Boah, ich hab eben gerade was weggerödelt. Man nannte ihn den Rödelminister Bad Suffelegen Süd. Bad Suffelegen? Na klar, macht der Boy, zerstört mich mit dem Ionentorpedo. Den hat er natürlich gerade in der Tasche, der Arsch. Na klar, so ein Hosentaschen-Ionentorpedo von Kreis Industries, wer kennt's nicht? Der Hosentaschen-Ionentorpedo. Aber warum ist der so fleischig? Das ist seine Schutzhülle für den Planeten. Boah, wer shootet hier? Nein, ja, wieso? Hier. Was ist mit Aurek? Mann, Aurek ist hier irgendwie wieder Verballerung. Kommandoposten Aurek ist verloren.
Ey, Aurek, da sind alle. Ey, richtig wild. Ja, aber ich will doch auch mal dahin. Die Aurek-Boys hier eben. Aurek, Taurek. Die Jagdgründe warten. Die Jagdgründe warten. Jetzt erstmal als Bossquatsch unterwegs. Boskin, Bosquin. General Bossquatsch. Was ist das denn jetzt hier wieder? Doch ein Laserschwert gerade gehört. Ich hab den wieder ein bisschen. Ich bin auf dem Weg zu C. Was war das denn, Alter? Der hat doch gechodert. Der hat doch gechurrowed. Gechurrowed, Alter. Das war nicht so effektiv, wie ich dachte. Ist der Hinterrand? Bei C sind Kameraden. Alter, hier sind überall Cousins, ohne Scheiß. Es ist. Die laufen hier überall rum. Wieso gibt keiner den Panzer auf der Karte? Wahrscheinlich nicht der einzige. Keine der Ahnung. Der ist aber nö, auch da rennen auch Gegnerpanzer rum. Nö, da rennen Gegnerpanzer rum. Ich sehe den ein oder anderen Onkelpanzer. Onkelpanzer. Wieso? Boah, da wollen sie mir in den Nacken schießen. Aber nicht mit Bossquatsch. Wieder ein Bombenteppich hier hin. Bossquatsch, die alte. Das alte Milchtütengesicht. Das alte Milchtütengesicht. Wir suchen unseren hübschen verlorenen Jungen. Boah, da kommt Meister Yoda. Nein, Yoda! Spür dir. Ja, rennst du weg, ne? Weil du nicht damit gerechnet hast, dass der alte Bossquatsch noch ein paar Tricks drauf hat. Ja, wo ist er denn? Boah, ja. Da drauf. Schön Bombenteppich rein. Klaue an deiner Kehle. Ha! Da war nämlich noch Säure. Ja, nicht mit gerechnet, der alte Ben. Knobi Schnobi. Ben Schnupfi. Jetzt haben wir sie gut am Sack. Meine Taktik hat sich als perfekt bewiesen. Ja, das ganze Schlachtfeld kontrollieren. Tolle Taktik. Oh. Die Falle nicht bereit. Oh, was hast du für ein Problem, Yoda? Alter, der rennt mir wieder hinterher, der Sack. Hier. Little Man. Und das Ding ist, selbst wenn du in dem Game jetzt nicht cheatest, wirst du im Chat immer als Cheater beschimpft, ne? Ja, ja, klar. Dieser cheatende Typ nervt. Wer cheatet denn? Ja, der Typ, der gewinnt. Hm, da war doch ein Yoda. Das ist normal, ne? Ja, Yoda rennt hier immer rum. Versucht mir irgendwie an den Lachs zu langen. Kann ich da aber auch, ne? Als ob! Ich höre ihn nur wieder rumjodeln. Oh nein, Jodelmann ist bei mir! Na, da bin ich weggejodelt. Wir wollen bei C Druck machen. Was? Hä? Bin ich jetzt gelandet? Ach so, wir sind schon am Ende. Ach, der. Heißt der Jodel. Will der mich verarschen? Ah, steig ich mal ein in den alten Jodelbus. Alter, 101 und 102 Kills. Hier sind aber auch wirklich Rasierer. Ja, ich könnte sein, dass sie cheaten. Ich weiß es nicht. Vielleicht cheaten die halt so mild. Weißt du, so mildes Cheaten.
So rein, ganz rein gemildet. Ja, so ein Mild-Cheating. Ich bin so beeindruckt, wie es meine Programmierung... Aber jemand ist richtig beeindruckt. Aber er ist nur, seine Programmierung sagt, du darfst nur maximal 86% Beeindruckung verspüren, sonst platzt dein Mikrochip. Sonst platzt dein Kernchip, ja. Aus der Republik werdet ihr feststellen, dass ich einige strategische Ziele für euch markiert habe. Hat er markiert. Ah, ich darf Bossquatsch wieder spielen. Wow. Aber der hat diesen geilen Angriffsmodus, wo du alles siehst und dann... Ja, ja, mit dem Granaten reinballern kannst. Mit den Granaten reinlunzen, Alter, der ist richtig nice. Boah, boah, fast tot. Hex. Ja, ist hier so. Türhacker irgendwie. Autsch. Ist gerade nix. Sobald du dich da rausbewegst, ne? Ja, bist du so weggelunzt. Boah. Oh, da liegt eine Granate direkt vor mir. Endor-Basis, mein Freund. Endor-Basis, jetzt gehen wir rein mit Maul. Stürmen. Flankieren. Darf stürmen. Boah. Boah, ich muss erstmal mich hier ein bisschen zurückziehen. Ja. Oh, 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 oh. Alter. André Use hier, das ist. André Use, Mann. André Use, der. Cousin von Beate. Ja, wir kommen aber auch gerade nicht durch. Was mit unseren Profi-Cheatern? Die sind bei dem Gegner-Team, glaube ich, die Cheater, oder? Weiß ich nicht. So allein. So allein. So allein kommt man nicht. Boah, ich komme echt nicht durch. Gerade sehr, sehr ugly. Der legendäre Wunschmeister? Nein! Nein! Nee, nee, wenn Lichtschwert hast du als Boss gar keine Chance. Da machst du gar nichts. Nimm ich den doch mal. Ja, Bosk ist so jemand, den spielt man eher mit Fähigkeiten. Ah, ich hänge an der Kiste. Boah, schön. Mach mal da dein Gift rein. Er ist leider gegen die Wand geklatscht, weil ich wieder... Aber funktioniert trotzdem. Ich hab auch Gift. Wir sind alle Team Gift, Team Seuche. Wir übernehmen das Einsatzziel. Ha! Ach so, da kommt ein Skywalker-Bengel. Boah, ich liebe diese Säure-Dinger, ich weiß nicht. So ein fieser Move, wenn dann die Säure sich da durchätzt. Guck mal, ich scanne und du machst Säure hin. Siehst du die auch? Ja, ne? Sieht jeder. Ich sehe gerade nicht so viel. So rot umrandet, wenn ich gerade so einen Scan raushaue, müsstest du eigentlich auch sehen. Boah, oben, oben. Ah, oh, jetzt haben sie mich gesäuert und so.
Du hast einen geilen Snipe-Schuss auch. Ja, wenn der charge. Da ist Yoda, Mann. Und Don Bosco, der alte. Don Boscovic. Jetzt haben wir es aber doch noch hingekriegt. Ich dachte, wird schlechter Tag. Warum habe ich jetzt eine. Naja. Nussred habe ich hier erledigt. Nussriss. Nussriss. Und Kermael. Kermael, der alte Nussreißer. Und dann kleiner Lümmelnaht. Der letzte Salmjacken. Der letzte Einhornziele. Alter, die haben zwei Helden hier oben im Flur stehen. Das ist natürlich. Oh. Alter, Nussriss ist wieder da mit seiner Lichtschwertablenkung. Hat er mich verzaubert. Mit seiner Lichtschwertmagie. Wo denn? Nee. Hier machst du dich nur zum Energiewell. Ach, der hat diesen Aufladeschuss, ne? Das sind diese. Wo bin ich? Oh Gott. Ich weiß gerade nicht, wo ich bin, aber irgendwie geht hier sehr viel sehr. Nein, da war Chewie hinter mir. Boi? Hat Chewie gespielt. Wo bist du? Bei dir spawnen. Oh, nee. Lordon hat mich mit seinem Raketenwerfer gesniped. Kermal, Detonator. Nusret. Nusret. Herr Meister Dönermann. Der hat die Leute auch mit seinen mittleren Qualitätsdingern mit Social Media so reingelegt und so viel Geld gemacht. Ja, das ist halt auch alles nur Image. Nur dieses blöde. Jeder will halt einen Instagram-Post mit ihm so auf die Art. Ja, genau. Boah, was ist denn da für eine Keilerei? Chewie ist hier irgendwie gerade voll am Rödeln. Chewie Salvador. Boah, es wird aber knapp. Chewie. Guck mal, 3 Minuten und eins haben wir zwar angewurstet. Oh nein, Yoda kommt. Ich hasse Yoda. Alter, wir müssen irgendwie aufhören, auch so viel zu spielen, weil die Folgen gehen dann so lang, wenn die Runden hier so mörderlang sind. Das ist mir gerade eben aufgefallen. Boah, hab ich gedacht. Ne, da waren es nur 16 Minuten. Na gar nicht, als doch, es waren 16. Nein, es waren nicht über. Nein, so. Nein! Bevor wir jetzt hier angefangen haben. Ach so, haben. Ja, das ja, aber davor, ja. Die Runde, dachte ich so, oh, 16 Minuten, da geht die vielleicht auch nochmal 16 Minuten. Jetzt ist es voll die Schwitzmann-Runde. Sergeant Schwitzowitz. Was geht da ab? Warum rulen die jetzt so? Ich hab keine Ahnung. Alter, was war das für eine Präzisionsnate von Oppo-Popopo? Ja, R1 ist down. Master Oppo-Popoloch. Darth Maul ist hier, um den Feind in Angst und Schrecken zu versetzen. General Kvivovic. General Kvivovic. Ich sehe gar nichts, weil ja auch so gesmoked wird die ganze Zeit. Boah, haben die Maul eben weggemault. Wir schleichen uns gerade übelst hinten rum, ne? Ja, bei uns ist auch hier so Action. Wir machen die große Ablenkungssause. Na klar, wirft Godzilla hier sein Ding hin. Godzilla. Boah! Oh, gerade noch mit 2 HP rausgeroller dashed. Boah! Was war das denn? Entfesselungskralle von Yoda. Ich wusste gar nicht, dass er das kann. Voll auf den Punk jetzt geschlagen. Alle stehen halt nur da in diesem Tunnel, anstatt unten rumzugehen, durch das Fenster einfach zu springen. Ihr habt nur noch wenig Zeit, nutzt sie gefälligst. Boah, nee, da kommst du nicht durch. Das ist so eine Wand aus allem. Wir haben jetzt mal gesagt, wir machen schlau und gehen hinten rum. Wir machen schlau wie schlau
Kenobi hat sich den Truppen der Republik angeschlossen. Jetzt drauf. Das Shotgun. Checken's nicht. Sie checken es irgendwie echt nicht. Ja, weil alle im Flur stehen, um Kills zu sammeln. Ja, weil es auch noch wenige Sekunden sind. Komm, den kriegen wir wenigstens noch. Auf Ehre und so. Was ich will, wahrscheinlich gibt es jetzt eine Auftankung für die nächste Folge. Jetzt geht's erstmal also zu Planet Aral. Ja, oh. Haben wir es jetzt geschafft oder nicht? Wir haben es nicht geschafft, ne. Nein, 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 nein. Wir gehen jetzt erstmal zu Planet Aral. Und tanken auf. Na, wir werden jetzt tanken. So, bis zum nächsten Mal. Tankgutscheine bei unten in der Videobeschreibung. Auf Wiedersehen und tschüss.